Verehrtes Publikum, herzlich willkommen in der Philipp-Schäffer-Bibliothek hier vor Ort und natürlich auch ein herzlich willkommen an alle die, die uns von irgendwo sehen, digital zugeschaltet sind. Ja, Hörgut Berlin Mitte, das ist eine Aktion, die in diesem Jahr hier zum 20. Mal stattfindet. Seit 20 Jahren geben wir Verlagen die Möglichkeit, aktuelle Hörbücher in Form einer Ausstellung zu präsentieren. Wir haben 2002 mal mit 8 Verlagen angefangen. Viel mehr gab es damals auch gar nicht. In diesem Jahr haben wir weit über 50 Verlage, darunter die großen, aber natürlich auch die kleinen Interessanten. Unsere heutige Veranstaltung ist mit so einem kleinen, interessanten Verlag. Und da es beim Hörbuch natürlich darum geht, nicht nur zu sehen, Ausstellung, da geht es ja um Sehen, sondern auch ums Hören, war es uns immer ein Anliegen, einige Veranstaltungen flankierend anzubieten. Viele Jahre haben wir mit dem Deutschen Hörbuchpreis zusammengearbeitet, weil wir natürlich die Besten hier haben wollten. Und die hatten wir dann auch hier. Also ich erinnere mich an sehr, sehr schöne Veranstaltungen mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Dagmar Manzel, mit Maria Schrader, mit Harry Rowold und natürlich Christian Brückner. Die Reihe wäre noch weiter zu ergänzen, aber wir hören mal auf. Und wir nehmen mal den Letzten in der Reihe. Ich freue mich ganz doll, dass wir Martin Pfeifel jetzt in diese Reihe aufnehmen können. Schön, dass Sie da sind, Herr Pfeifel. Ein paar Worte zu unserem heutigen Gast. Jahrgang 64, er ist in München geboren. Eigentlich wollte er nicht Schauspieler werden, sondern Clown. Fängt dann auch an mit einer Grundausbildung zum Artisten und Schauspieler in der Schweiz. Aber aus dem Clown wird nichts, aber dafür aus dem Schauspieler. Die Ausbildung geht weiter an der Schauspielschule in Bochum. Da bleibt er dann auch gleich am Schauspielhaus nach dem Abschluss für einige Jahre, geht dann ans Thalia Theater in Hamburg, hat ein Engagement in Zürich am Schauspielhaus und Anfang der 90er Jahre stürzt er sich dann auf Film und Fernsehen. Diese Liste jetzt abzuarbeiten, da würde kaum der Abend reichen, die ist wirklich sehr, sehr lang. Ich möchte aber einen Film nennen, weil ich denke, dass er etwas Besonderes ist, der Film Feuerreiter, in dem Martin Pfeifel den jungen Hölderlin darstellt. Vielleicht was für die nächsten kalten, dunklen Winterabende. Ja, und dann möchte ich natürlich noch was zu dem heutigen Buch sagen. Aufzeichnung eines Serienmörders von Kim Jong-ha. Kim Jong-ha, ein südkoreanischer Autor, in seinem Land sehr berühmt, schreibt einen Bestseller nach dem anderen. Bei uns ist er, glaube ich, kaum bekannt. Und wir verdanken es einem ganz kleinen Verlag, es sind immer die kleinen Verlage offensichtlich, diese Entdeckung auf den deutschen Buchmarkt gebracht zu haben. Der Kass Verlag. Eigentlich ein Verlag, der japanische Literatur macht, aber ich glaube, die Verlegerin, mit der ich gleich den Platz tauschen werde, wird wahrscheinlich dazu kurz was erzählen, wie es zu diesem Buch kam. Das Buch war ein Bestseller. Ich glaube, 200.000 Mal verkauft. In so einem kleinen Land ist das sehr, sehr viel. In diesem Jahr ist es verfilmt worden. Nein, in diesem Jahr ist der Film rausgekommen. 2,5 Millionen Zuschauer. Da ahnen Sie, wie wichtig dieser Film in dem Land ist. Und 2020 ist das Buch, wie gesagt, beim Kass Verlag auf Deutsch erschienen. Ein Wagnis, sicher auch ein wenig, aber man hatte da, glaube ich, das richtige Näschen für das richtige Buch. Es gab einige Preise. Erster Platz auf der Krimi-Bestsellerliste. Er kriegt den Preis Hotlist 2020 und er ist auf der Weltempfängerliste von Litprom gelistet. Alles gute Empfehlungen. Auch das Hörbuch, was im gleichen Jahr herauskommt, ist ein besonderes. Martin Pfeifel bekommt für seine Interpretation keinen Preis, aber eine Nominierung. Er wird aufgenommen auf die Longlist des Deutschen Hörbuchpreises und da schließt sich so ein wenig der Kreis wieder. Ja, was soll ich noch sagen? Das Hörbuch können Sie nachher kaufen, das Buch auch in einer wunderschönen Ausgabe. Und ich freue mich
stark, dass ich jetzt, wie gesagt, den Platz tauschen kann mit Katja Kassing, der Entdeckerin des Buches für den deutschen Markt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und ein schönes Hörerlebnis. Danke. Guten Abend, Katja Kassing ist mein Name. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Sie haben eigentlich schon alles gesagt, was man jetzt erstmal vielleicht gehört haben sollte. Und insofern will ich auch gar nicht viel vorab erzählen, sondern ich dachte erst das Hörerlebnis und am Schluss, also danach, ich denke, die Lesung wird in etwa eine Dreiviertelstunde dauern. Im Anschluss könnte ich dann vielleicht erzählen, wie das Buch, das ist nämlich auch eine sehr interessante Geschichte, also kleiner Cliffhanger, nicht wahr, wie das Buch sozusagen uns gefunden hat, also den Verlag und nicht ich umgekehrt das Buch. So sieht es aus. Und dann wäre auch Zeit, nicht nur für meine Fragen, sondern wenn Sie Fragen haben. Ich freue mich, dass so viele dann doch heute Abend den Weg hierher gefunden haben. Also überlegen Sie schon mal beim Hören, vielleicht fällt Ihnen das ein oder andere ein, was Sie unbedingt noch fragen wollen oder Herrn Pfeifel immer schon mal fragen wollten. Insofern jetzt erstmal, ich nehme an, die Ankündigung haben Sie alle gelesen. Also Sie wissen das vielleicht nur ganz kurz vorweg. Viel muss ich nicht erzählen, weil Martin Pfeifel fängt vorne an mit dem Lesen. Das heißt, Sie werden alle wunderbar folgen können. Vielleicht nur so viel. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Wir haben einen Serienmörder. Viele Leute zucken zusammen bei dem Wort Serienmörder. Auch die Kritiker interessanterweise haben gesagt, was Serienmörder? Oh Gott, ein Mord nach dem nächsten. Nein, nein, völlig unblutig. Also nicht ganz unblutig, aber relativ unblutig. Es ist nämlich ein pensionierter Serienmörder, um den es geht, der jetzt eigentlich seine Zeit mit ganz anderen Dingen, also mit den schönen Dingen, nicht wahr, des Lebens verbringt. Er schreibt Gedichte und macht all diese Dinge. Und dann stellt sich aber heraus, dass er Alzheimer hat. So weit, so gut, aber als wäre das nicht noch, also als wäre das nicht schon schlimm genug, stellt sich heraus, dass in dem Viertel, wo er wohnt, ein, wie er meint, Serienmörder sein Unwesen treibt. Und unser Held hat eine Tochter und die will er jetzt natürlich unbedingt beschützen. Seine letzte Aufgabe sozusagen, aber das ist natürlich problematisch, kann man sich vorstellen, wenn man beginnende Alzheimer hat. Also so viel vielleicht zu der Geschichte, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Und dann gebe ich doch gleich weiter an dich. Ja. So. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid in dieser irren, wirren Welt. Gut, so. Aufzeichnungen eines Serienmörders. Meinen letzten Mord habe ich vor 25 Jahren begangen. Oder waren es 26? Ungefähr so lange ist es jedenfalls her. Was mich damals antrieb, war nicht, wie man sich das gemeinhin vorzustellen scheint, Mordlust oder sexuelle Perversion. Es war Enttäuschung und die Hoffnung auf eine höhere, auf die vollkommene Lust. Bei jedem Opfer, das ich begrub, sagte ich mir, beim nächsten Mal machst du es besser. Als ich diese Hoffnung nicht mehr hatte, gab ich das Morden auf. Ich führte Tagebuch. Schachspieler gehen nach einer Partie noch einmal nüchtern ihre Züge durch. Etwas in der Art müsste ich auch tun, dachte ich. Wenn ich nicht aufschrieb, was ich falsch gemacht und wie ich mich dabei gefühlt hatte, würde ich immer wieder dieselben schrecklichen Fehler machen. Wie ein Prüfungskandidat, der sich ein Heft mit falschen Antworten anlegt, zeichnete ich penibel meine Morde auf, den Hergang, mein Empfinden. Geführt hat es zu nichts. Sätze zu formulieren war eine Qual. Dabei wollte ich nur Tagebuch schreiben, keine Literatur. Das konnte doch nicht so schwer sein. Dass ich meine Lust und meine Enttäuschung nicht angemessen auszudrücken vermochte, regte mich auf. Was ich an Romanen und Erzählungen kannte, stammte aus Schulbüchern. Da waren keine brauchbaren Sätze dabei. Also
fing ich an, Gedichte zu lesen. Das war ein Fehler. Der Kursleiter, der im Kulturzentrum kreatives Schreiben von Gedichten lehrte, war ein Lyriker in meinem Alter. Gleich in der ersten Stunde brachte er mich zum Lachen, als er feierlich sagte, ein Dichter ist wie ein geübter Mörder. Er packt die Sprache, um sie am Ende zu erlegen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits dutzende Male Beute gepackt, um sie zu erlegen und unter die Erde gebracht. Aber ich hatte das nie für Lyrik gehalten. Morden ist eher wie Prosa. Also jeder, der es einmal probiert hat, weiß das. Jemanden zu ermorden ist viel mühseliger und schmutziger, als man denkt. Na, wie auch immer. Dem Lyrikdozenten im Kulturzentrum ist es jedenfalls zu verdanken, dass ich anfing, mich für Gedichte zu interessieren. Denn ich kann zwar von Natur aus keine Trauer empfinden, für Humor aber bin ich empfänglich. Im Diamant-Sutra heißt es, lass deinen Geist frei fließen, verweile bei nichts. Ich besuchte den Lyrikkurs ziemlich lange. Ich hatte mir vorgenommen, den Dozenten umzubringen, falls ich mich langweilen sollte. Zum Glück war das der Kurs aber interessant. Der Mann brachte mich ein paar Mal zum Lachen. Zweimal lobte er sogar meine Gedichte. Deshalb ließ ich ihn am Leben. Wahrscheinlich weiß er bis heute nicht, dass er auf geborgte Zeit lebt. Neulich las ich in seinem neuesten Gedichtband. Eine einzige Enttäuschung. Vielleicht hätte ich den Mann damals doch gleich um die Ecke bringen sollen. Ein genialer Mörder wie ich hängt das Morden an den Nagel und er mit seinem mittelmäßigen Talent wagt es, weiter Gedichte zu schreiben. Das ist eine Frechheit. In letzter Zeit stürze ich ständig beim Fahrradfahren und manchmal sogar, wenn ich nur über einen Stein gestolpert bin. Ich vergesse viel. 3 Wasserkessel sind mir deshalb schon durchgebrannt. Annie rief an, um mir mitzuteilen, dass sie einen Termin beim Arzt vereinbart hätte. Wütend stauchte ich sie zusammen. Sie schwieg eine Weile und meinte dann, das ist nicht normal, Papa. Mit deinem Kopf stimmt etwas nicht. Wütend habe ich dich noch nie erlebt. Bin ich wirklich nie wütend gewesen? Annie nutzt meine Geistesabwesenheit und legt auf. Das Handy noch in der Hand wollte ich das abgebrochene Gespräch wieder aufnehmen. Doch auf einmal wusste ich nicht mehr, wie man einen Anruf tätigt. Drückt man zuerst die Anruftaste oder gibt man zuerst die Nummer ein und drückt dann auf die Anruftaste? Wie lautete überhaupt Amis Nummer? Nein, gab es da nicht noch einen viel einfacheren Weg? Gereizt schmiss ich das Handy in die Ecke. Da ich mich mit Gedichten nicht auskannte, schrieb ich offen über den Ablauf meiner Morde. Wie hieß doch gleich mein erstes Gedicht? Messer und Knochen. Der Dozent fand meine poetische Ausdrucksweise erfrischend. Meine rohe Sprache, meine Imagination des Todes zeichneten ein scharfes Bild von der Nichtigkeit des Lebens. Mehrfach lobte er meine Metaphern. Metaphern, was ist das? Der Dozent schmunzelte. Dieses Schmunzeln gefiel mir nicht und erklärte es mir. Eine Metapher war demnach ein bildlicher Vergleich. Aha. Tut mir leid, mein Lieber, aber das waren keine Metaphern. Ich greife zum Herz-Sutra, schlage es auf und lese. Daher gibt es in der Leerheit keine Form, keine Empfindungen, keine Wahrnehmung, keinen Willen und auch kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper und keinen Geist. Keine Formen und keine Töne, keinen Geruch und keinen Geschmack. Nichts Tastbares und nichts Denkbares. Kein Bereich der Sinne und auch kein Bereich des Bewusstseins. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod. Auch keine Aufhebung des Alters und des Todes. Kein Leiden
und keine Ursache des Leidens, kein Auslöschen des Leidens und auch keinen Weg aus dem Leiden, keine Weisheit und kein Erlangen. Man ordnete eine MRT-Untersuchung an. Auf einer sargähnlichen weißen Liege wurde ich ins Licht geschoben. Es war wie eine Nahtoderfahrung. Mir war, als schwebte ich in der Luft und sähe auf mich selbst hinunter. Neben mir stand der Tod. Es war offensichtlich, ich würde bald sterben. Eine Woche später machte ich einen Kognitionstest oder so etwas Ähnliches. Der Arzt stellte mir Fragen und ich antwortete. Obwohl die Fragen einfach waren, fiel mir das Antworten schwer. Es war, als tauchte man seine Hand in ein Aquarium, um einen Fisch zu fangen, der jedoch immer wieder entwischt. Wie heißt der jetzige Präsident der Republik? Welches Jahr haben wir? Nennen Sie von den Wörtern, die Sie gerade gehört haben, 3. Wie viel sind 17 plus 5? Ich bin mir sicher, dass ich die Antworten weiß, doch sie fallen mir nicht ein. Nicht wissen, obwohl man weiß, wie um alles in der Welt ist so etwas möglich. Nach der Untersuchung rief mich der Arzt in die Sprechstunde. Er machte kein glückliches Gesicht. Der Hippocampus ist geschrumpft. Er zeigte auf die MRT-Bilder meines Gehirns und sagte, es handelt sich zweifellos um Alzheimer-Demenz. In welchem Stadium ist noch nicht sicher. Wir müssen abwarten und die Entwicklung beobachten. Annie, die neben mir saß, presste stumm die Lippen aufeinander. Der Arzt erklärte weiter. Nach und nach wird ihr Gedächtnis verschwinden. Zuerst das Kurzzeitgedächtnis, dann die Erinnerungen an jüngere Ereignisse. Wir können das Fortschreiten zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten. Nehmen Sie vorerst regelmäßig das Medikament, das ich Ihnen verschreibe. Schreiben Sie alles auf und führen Sie die Aufzeichnungen immer bei sich. Es kann sein, dass Sie irgendwann nicht einmal den Weg nach Hause finden. Die Essays von Montaigne. Ich lese sie in meiner inzwischen vergilbten Taschenbuchausgabe noch einmal. Durch die Sorge um den Tod trüben wir das Leben und durch die Sorge um das Leben den Tod. Solche Sätze gehen einem im Alter besonders nahe. Auf dem Heimweg vom Krankenhaus gerieten wir in eine Straßenkontrolle. Der Polizist musterte Annie und mich, erkannte uns dann und sagte, wir könnten weiterfahren. Er war der jüngste Sohn des Genossenschaftsleiters. Es gab einen Mord, wir kontrollieren rund um die Uhr, seit Tagen schon, das bringt uns noch um, als ob Mörder am helllichten Tag herumspazieren und bitte sehr, hier, nehmt mich fest, rufen würden. In unserem und im benachbarten Landkreis seien nacheinander 3 Frauen ermordet worden. Die Polizei gehe von einem Serienmord aus. Alle 3 Frauen seien in den 20ern gewesen und spätabends auf dem Nachhauseweg überfallen worden. An den Hand- und Fußgelenken hätten sie Fesselspuren aufgewiesen. Da das dritte Opfer unmittelbar nach meiner Alzheimer-Diagnose aufgefunden worden war, stellte ich mir naturgemäß die Frage, war ich es? Ich blätterte im Wandkalender und sah mir die Daten an, an denen die Frauen entführt und umgebracht worden sein sollten. Ich hatte wasserdichte Alibis. Dass ich es nicht gewesen sein konnte, war schön. Weniger schön allerdings, dass einer nach Lust und Laune in meinem Revier wilderte. Ich erinnerte Annie immer wieder daran, dass sich ganz in der Nähe womöglich ein Mörder herumtrieb und schärfte ihr ein, wie sie sich zu verhalten habe. Auf keinen Fall dürfe sie sich spätabends alleine draußen aufhalten. Sobald sie bei einem Mann ins Auto steige, sei es aus. Und mit Kopfhörern herumzulaufen sei auch gefährlich. »Mach dir nicht so viele Sorgen«, sagte Annie und fügte, als sie das Haus verließ, hinzu. »Und überhaupt, es wird doch nicht jeden Tag jemand ermordet.« Zurzeit schreibe ich alles auf.
Es kommt vor, dass ich an einem fremden Ort wieder zu mir komme und nach einiger Verwirrung nur dank des Schildchens mit meinem Namen und der Adresse, das ich um den Hals trage, nach Hause finde. Letzte Woche wurde ich von Leuten zur Polizeistation gebracht. Lachend begrüßte mich der Polizist. Ah, der alte Herr, da sind Sie ja wieder. Sie kennen mich? Ja, und ob, ich kenne Sie sogar sehr gut. Besser, als Sie sich selbst kennen. Ach ja? Na, Ihre Tochter wird gleich hier sein. Wir haben sie schon benachrichtigt. Die Leute halten Annie für meine Enkelin. Wenn sie hören, dass sie meine Tochter ist, sind sie überrascht. Kein Wunder. Ich bin dieses Jahr 70 geworden und Annie ist noch keine 29. Wer sich darüber am meisten wunderte, war natürlich Annie selbst. Als sie 16 war, nahm man in der Schule die Blutgruppen durch. Ich habe die Blutgruppe AB, Annie 0. Das ist bei Eltern und leiblichen Kindern nicht möglich. Wie kann ich deine Tochter sein, Papa? Ich versuchte, so weit wie möglich ehrlich zu sein. Ich habe dich adoptiert. Von da an, glaube ich, hat sich Annie von mir entfernt. Anscheinend wusste sie nicht mehr, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollte, und die Distanz, die sich auf diese Weise zwischen uns ergab, verringerte sich nie wieder. Von dem Tag an war unsere einstige Vertrautheit dahin. Wenn der Wind weht, raunt und rauscht es in dem Bambushain hinter dem Haus. Dann bin auch ich aufgewühlt. Das Flurstück mit dem Bambushain habe ich vor langer Zeit erworben. Ich habe es nie bereut. Ich hatte immer schon mein eigenes Stückchen Wald haben wollen. Morgens gehe ich darin spazieren. In einem Bambushain darf man nicht rennen. Wenn man hinfällt, kann man sich tödlich verletzen. Bei jedem Schritt muss man aufpassen, wohin man tritt. Denn die Stümpfe von gefälltem Bambus sind spitz und hart. Wenn ich die Blätter rauschen höre, bin ich in Gedanken bei jenen, die hier begraben liegen, bei den Leichen, die nun als Bambus in die Höhe schießen, dem Himmel entgegen. Annie fragte damals, und wo sind meine wirklichen Eltern? Leben sie noch? Sie sind beide tot. Ich habe dich aus dem Waisenhaus geholt. Annie wollte mir nicht glauben. Sie forschte offenbar auf eigene Faust im Netz und suchte wohl auch Behörden auf. Dann zog sie sich in ihr Zimmer zurück und weinte tagelang. Schließlich akzeptierte sie die Situation. Kanntest du meine Eltern? Nicht gut. Ich habe sie nur einmal getroffen. Was waren das für Leute? War das gute Menschen? Sehr gute. Bis zum letzten Moment haben sie sich um dich gesorgt. Ich brate Tofuscheiben an. Ich esse Tofu zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Immer nur Tofu. Ich gieße Öl in die Pfanne und gebe die Scheiben dazu. Sobald sie genug Hitze haben, wende ich sie. Zum Tofu esse ich Kimchi. Meine Demenz kann so schlimm werden, wie sie will. Das kriege ich bestimmt immerhin. Reis mit gebratenem Tofu. Ein kleiner Auffahrunfall war der Anfang. Es passierte an einer T-Kreuzung. Vor mir der Kerl in seinem Geländewagen. In letzter Zeit verschwimmt es mir öfter vor den Augen. Das muss mit der Demenz zu tun haben. Ich sah nicht, dass der Kerl anhielt und fuhr auf. Sein Wagen war für die Jagd umgerüstet, Suchscheinwerfer auf dem Dach, und als würde das nicht reichen, noch 3 Nebelscheinwerfer am Kühler. Bei solchen Wagen kann man sogar den Kofferraum auswaschen. 2 Zusatzbatterien hatte er auch. In der Jagdzeit wimmelt es in den Bergen hinter dem Dorf von Kerlen wie diesen. Ich stieg aus und trat an den Wagen heran. Der Fahrer machte keine Anstalten auszusteigen. Das Fenster blieb auch zu. Ich klopfte an die Scheibe. Würden Sie bitte mal aussteigen?
Er nickte und gab mir mit einer Handbewegung zu verstehen, einfach weiterzufahren. Merkwürdig. Er müsste sich doch wenigstens flüchtig sein Heck ansehen wollen. Als ich nicht von der Stelle rückte, stieg er schließlich aus. Der Mann, Anfang 30, untersetzt, warf einen kurzen Blick auf die Heckstoßstange und sagte, alles in Ordnung. Nichts war in Ordnung. Die Stoßstange hatte eine Delle. Fahren Sie ruhig weiter. Die Delle war vorher schon da, das macht nichts. Dann lassen Sie uns wenigstens Telefonnummern tauschen, für alle Fälle. Ich reichte ihm meine Nummer, er wollte sie nicht nehmen. Das ist nicht nötig. Seine Stimme war tief und emotionslos. Wohnen Sie in der Gegend? Der Mann antwortete nicht. Stattdessen sah er mir zum ersten Mal direkt in die Augen. Er hatte Schlangenaugen. Sie waren kalt und grausam. Ich bin mir absolut sicher, in diesem Augenblick haben wir uns gegenseitig erkannt. So schrieb er seinen Namen und seine Telefonnummer auf einen Notizzettel. Eine Schrift wie von einem Kind. Sein Name war Jute Park. Ich ging noch einmal zum Heck, um den Schaden genauer abzuschätzen. Da sah ich es. Aus dem Kofferraum tropfte Blut. Ich spürte, wie der Kerl mich fixierte, während ich das heruntertropfende Blut betrachtete. Wenn aus einem für die Jagd umgerüsteten Geländewagen Blut tropft, denken die Leute, dass ein totes Reh oder so darin liegt. Ich dagegen nehme zuallererst an, dass es eine Leiche ist. Es ist sicherer. Anis Mutter war mein letztes Opfer. Ich hatte sie gerade vergraben und befand mich auf der Fahrt nach Hause, als ich mit dem Wagen gegen einen Baum prallte und mich überschlug. Die Polizei sagte, ich hätte bei überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Ich wurde zweimal am Gehirn operiert. In meinem Bett im Krankenhaus, ich schrieb es zuerst den Medikamenten zu, wurde mir überaus friedlich ums Herz. Ein wunderliches Gefühl. Sonst waren mir schon laute Stimmen auf die Nerven gegangen. Die Stimmen, die im Restaurant den Ober rufen, die Stimmen lachender Kinder, die Stimmen schnatternder Frauen. Ich hasste sie alle. Und dann dieser Friede. Ich hatte immer gedacht, endlos brodelnde Wut sei das Normale. Aber dem war nicht so. Wie jemand, der auf einen Schlag ertaubt, musste ich mich an die plötzliche Stille und den Frieden in meinem Herzen erst gewöhnen. Ob durch den Unfall oder die Operationen, irgendetwas war mit meinem Gehirn passiert. Nach und nach schwinden die Wörter, mein Kopf wird zu einer Seegurke, wird löchrig, glitschig, alles entgleitet. Morgens lese ich die Zeitung von vorne bis hinten, wenn ich damit fertig bin, habe ich das Gefühl, mehr vergessen als gelesen zu haben. Ich lese trotzdem. Beim Lesen jeden Satzes ist mir, als baute ich mit Gewalt eine Maschine zusammen, zu der mir wesentliche Teile fehlen. Auf Ernies Mutter hatte ich es schon lange abgesehen gehabt. Sie arbeitete in der Verwaltung des Kulturzentrums, das ich besuchte. Sie hatte schöne Beine. Mir schien, dass ich seit meiner Beschäftigung mit Gedichten und Texten zusehends verweichlichte. Grübeleien und Selbstreflexionen unterdrückten offenbar die Triebe. Ich wollte aber weder verweichlichen, noch die in mir brodelnden Triebe unterdrücken. Ich hatte das Gefühl, in eine tiefe, dunkle Höhle gestoßen zu werden. Deshalb wollte ich herausfinden, ob ich immer noch der war, für den ich mich hielt. Als ich die Augen öffnete, stand Anis Mutter vor mir. Zufall ist oft der Anfang von Unglück. Also tötete ich sie. Aber es war unglaublich mühsam und enttäuschend. Ein Mord bar jeden Lustgefühls. Möglicherweise war schon damals irgendetwas in mir anders geworden.
Und die zwei Gehirnoperationen haben es nur unumkehrbar gemacht. Am Morgen las ich in der Zeitung, dass es wieder ein Opfer gegeben habe. Die ganze Region stehe wegen der Serienmorde unter Schock. Serienmorde? Wann sollen die vorgefallen sein? Verwundert ging ich meine Aufzeichnungen durch und stieß auf zusammenfassende Notate zu den vorangegangenen drei Mordfällen. In letzter Zeit vergesse ich immer mehr. Was ich nicht aufschreibe, rinnt mir wie Sand durch die Finger. Ich übertrage, was die Zeitung zu dem vierten Mord schreibt, in mein Heft. Auf einem Feldweg wurde eine 25-jährige Studentin tot aufgefunden. Sie war unbekleidet, Arme und Beine wiesen Fesselspuren auf. Auch diesmal war das Opfer entführt und nach der Tötung auf einem Feldweg abgelegt worden. Dieser Kerl, Jutepak, ruft nicht an, aber ich habe ihn mehrfach gesehen. Zu oft, als dass es Zufall sein könnte. Und immer werde ich ihn gar nicht bemerkt haben. Er streift wie ein Wolf um mein Haus und beobachtet mich. Wenn ich auf ihn zugehe, um mit ihm zu reden, verschwindet er. Hat der Kerl es vielleicht auf Annie abgesehen? Ich habe mehr Menschen am Leben gelassen, als ich umgebracht habe. Man kann nicht alles haben, pflegte mein Vater zu sagen. Das stimmt. Am Morgen wusste ich anscheinend nicht, wer Annie ist. Jetzt weiß ich es wieder, zum Glück. Dem Arzt zufolge wird auch Annie bald meinem Gedächtnis entschwinden. Nur das Kind von ihr, nur das Bild von ihr als Kind wird bleiben. Eine Person, die man nicht kennt, lässt sich nicht beschützen. Ich bastel mir einen Anhänger mit einem Foto von Annie und hänge ihn mir um den Hals. Auch das wird nichts nützen, sagt der Arzt. Die jüngsten Erinnerungen schwinden nämlich zuerst. Ich flehe Sie an. Verschonen Sie wenigstens meine Mutter, bettelte Annies Mutter unter Tränen. In Ordnung. Ach, mein Gott. Ich flehe Sie an. Verschonen Sie wenigstens meine Tochter, bettelte Annies Mutter unter Tränen. In Ordnung, mach dir um die keine Sorgen. Bis jetzt habe ich mich an mein Versprechen gehalten. Ich hasse Menschen, die leere Versprechungen machen. Zu dieser Sorte Mensch wollte ich nie gehören. Darauf habe ich immer geachtet. Das wird nun problematisch. Damit ich es nicht vergesse, schreibe ich es hier noch einmal auf. Ich darf nicht zulassen, dass Annie stirbt. Mein Name ist Byung-Soo Kim. Ich bin dieses Jahr 70 geworden. Ich habe keine Angst vor dem Tod und das Vergessen kann ich nicht aufhalten. Mein künftiges Ich, das alles vergessen haben wird, wird nicht mein jetziges Ich sein. Wie also kann, wenn es denn ein nächstes Leben geben sollte, ich, der ich nicht in der Lage sein werde, mich an mein jetziges Ich zu erinnern, ich sein? Das spielt mithin keine Rolle. Derzeit beschäftigt mich nur eines. Ich muss verhindern, dass Annie umgebracht wird, bevor mir das Gedächtnis gänzlich abhanden gekommen. Angefangen hat alles mit meinem Vater. Er war meine Genesis. Wenn er getrunken hatte, verprügelte er immer meine Mutter und Yeon-suk. Ich habe ihn mit einem Kopfkissen erstickt. Meine Mutter und Yeon-suk hielten ihn dabei am Oberkörper und an den Beinen fest. Yeon-suk war damals erst 13. Das Kissen platzte aus den Seitennähten, floss die Spreu heraus. Yeon-suk schaufelte sie zurück und meine Mutter nähte das Kissen mit ausdruckslosem Gesicht wieder zu. Damals war ich 16. Unmittelbar nach dem Koreakrieg war der Tod allgegenwärtig. Niemand interessierte sich für einen Mann, der in seinem eigenen Haus gestorben war. Kein einziger Polizist kam vorbei. Im Hof schlugen wir ein Zelt auf und empfingen die Kondolenzgäste. Mit 16 Jahren konnte ich einen Reissack auf dem Rücken tragen. Kam ein Mann in das Alter, in dem er dazu imstande war, konnte in meiner Heimat niemand mehr Hand an ihn legen, auch nicht der Vater. Meine Mutter und meine Schwester wurden aber weiterhin von ihm verprügelt. Mein Vater zwang sie, sich nackt auszuziehen und scheuchte sie nach draußen in die Winterkälte.
Umbringen war die beste Lösung. Ich bereue nur, meine Mutter und meine Schwester in die Sache verwickelt zu haben. Ich hätte es auch alleine geschafft. Mit 16 fing ich mit dem Morden an und bis zu meinem 45. Lebensjahr hörte ich nicht damit auf. Die Aprilrevolution von 1960 zog vorüber und am 16. Mai 1961 putschte sich General Chungi Pak an die Macht. Im Oktober 1972 verkündete er die Juschin-Verfassung, um sich unbegrenzt wiederwählen lassen zu können. Er träumte von einer Diktatur auf Lebenszeit. Paks Frau Yongsoo-yuk wurde erschossen. Jimmy Carter kam nach Korea, sagte zu Pak, er solle es endlich gut sein lassen mit der Diktatur und ging anschließend in Boxershorts joggen. Auch Chungi Pak wurde bei einem Attentat erschossen. Das Militär riegelte die Stadt Gwangju ab und prügelte die friedlich demonstrierenden Menschen entweder zu Tode oder schoss sie nieder. Ich aber dachte nur ans Morgen. Ich führte meinen eigenen Krieg gegen diese Welt. Ich tötete, floh und versteckte mich. Dann tötete ich wieder, floh und versteckte mich. Damals gab es weder DNA-Tests noch Überwachungskameras. Nicht einmal das Wort Serienmord war geläufig. Mehrere Dutzend zwielichtig erscheinende Personen und Geisteskranke wurden als Tatverdächtige verhaftet und von der Polizei gefoltert. Einige gestanden sogar. Da die Polizeireviere nicht zusammenarbeiteten, wurden Fälle, die sich anderswo ereigneten, als irrelevant angesehen. Allenfalls stocherten ein paar tausend Polizisten mit Stöckchen in irgendeinem Wald herum. Das nannte sich dann Ermittlung. Das waren schöne Zeiten. Ich war Tierarzt, ein optimaler Beruf für einen Mörder. Man hat freien Zugang zu starken Betäubungsmitteln. Selbst Elefanten kann man in die Knie zwingen. Tierärzte auf dem Land machen oft Hofbesuche, während die Kollegen in der Großstadt an ihren Praxen sitzen und Hunde und Katzen behandeln, fahren Landtierärzte durch die Gegend und kümmern sich um Kühe, Schweine und Hühner. Früher gab es gelegentlich auch Pferde. Mit Ausnahme von Hühnern, alles Säugetiere. In ihrer körperlichen Beschaffenheit unterscheiden sie sich nicht groß vom Menschen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag ein Gedicht auswendig zu lernen, was nicht leicht ist. Ich war in der Stadt einkaufen. Und als ich vor dem Institut, in dem Ani arbeitete, einen Mann herumlungern sah, der mir bekannt vorkam, aber mir fiel beim besten Willen nicht ein, wer das sein könnte. Auf dem Nachhauseweg fuhr auf der anderen Straßenseite der Geländewagen an mir vorbei. Da wurde es mir klar, es war dieser Kerl. Ich holte mein Heft hervor und sah nach. Jute Pak. Der Kerl hatte Ani ausfindig gemacht. Ich habe wieder angefangen, Sport zu treiben. Meistens trainiere ich den Oberkörper. Der Arzt sagt, Sport könne das Fortschreiten der Demenz verlangsamen. Aber ich mache es nicht deshalb. Es ist für Ani. Bei einem Kampf um Leben und Tod entscheidet am Ende die Kraft, die man im Oberkörper hat. Packen, niederhalten, würgen. Die Schwachstelle bei Säugetieren ist der Hals mit den Atmungsorganen. Wird dem Gehirn kein Sauerstoff zugeführt, stirbt man innerhalb weniger Minuten. Oder man erleidet einen Hirnschaden. Zurzeit erscheint mir ständig mein Vater im Traum. Wenn ich die Türe aufmache und ins Zimmer gehe, sitzt er vor dem niedrigen Tisch und liest. Es sind meine Gedichte. Den Mund voll Spreu lacht er mich an. Ich habe jemanden kennengelernt, sagt Ani. Meinem Gedächtnis zufolge, dem freilich nicht zu trauen ist, erzählt Ani zum ersten Mal von einem Mann. Mir wird klar, dass ich nie damit gerechnet habe, Ani könnte einen Freund haben. Ich habe sie mir nie mit einem Mann zusammen vorgestellt. Auch jetzt kann ich das nicht. Habe ich etwa gedacht, wir würden für immer zusammenbleiben?
Als Annie in der Mittelschule war, strichen bei uns manchmal Jungs ums Haus. Sie waren jung und ich schon alt. Aber nie war auch nur einer dabei, der nicht vor mir Reißaus genommen hätte. Obwohl ich weder mit ihnen schimpfte, noch ihnen drohte, sondern sie ganz ruhig ansprach, stoben sie entsetzt davon. In meiner Praxis zogen selbst bissige Hunde zur Überraschung ihrer Besitzer winselnd den Schwanz ein. Mit Halbstarken ist es wie mit Hunden. Der erste Blick ist entscheidend. Ein Nachteil meines langjährigen Lebens als Mörder: ich habe keinen echten Freund, dem ich mein Herz ausschütten könnte. Aber haben andere Menschen solche Freunde? Es blitzte und donnerte. Der Bambushain raunte. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Annie brachte den jemand, den sie kennengelernt hatte, mit nach Hause. Das hatte sie noch nie gemacht. Es musste ihr ernst sein. Ich musste es hinnehmen. Ich bekam feuchte Hände. Der Mann fuhr einen Geländewagen mit Allradantrieb. Man sah auf den ersten Blick, dass er für die Jagd umgerüstet war. Er hatte Suchscheinwerfer auf dem Dach und als würde das nicht reichen, noch 3 Nebelscheinwerfer am Kühler. Bei solchen Wagen kann man sogar den Kofferraum auswaschen. 2 Zusatzbatterien hatte er auch. In der Jagdzeit wimmelt es in den Bergen hinter dem Dorf von Kerlen wie diesem. Annie scheint sich als Mann einen Jäger ausgesucht zu haben. Guten Tag, mein Name ist Jute Park. Vielen Dank, das war wunderbar. Und um es gleich vorwegzunehmen, mehr wird nicht verraten. Also Sie dürfen jetzt gleich alle möglichen Fragen stellen, aber natürlich wird nicht verraten, wie es ausgeht. Das ist ja ganz klar. Sie sind herzlich eingeladen. Frau Rosemann hat es vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Bücher, das Hörbuch gibt es auch natürlich und man kann sich alles Mögliche vorstellen. Also ne, die Personen sind klar, wir haben Alzheimer, also alles Mögliche ist denkbar. Sie haben sicher auch gemerkt, Aufzeichnungen eines Serienmörders, das sind also nicht Aufzeichnungen im Sinne von einer Biografie, also der Rückblick eines Serienmörders, sondern in diesem Fall eigentlich, das kann das Koreanische und auch das Japanische kann das abbilden, aber im Deutschen ging das nicht ganz so gut, deswegen haben wir lange überlegt, wie das Buch auf Deutsch heißt. Soll, das sind eigentlich Erinnerungshilfen. Also das sind diese kleinen Zettel, die er sich, also diese kleinen Post-its, die er sich überall irgendwo hinklebt, um sich daran zu erinnern, was er eigentlich vorhat. Ich habe jetzt gerade nicht von ungefähr gesagt, das Japanische kann das abbilden, weil, um Ihnen ganz kurz zu erzählen, wie wir eigentlich zu diesem Buch gekommen sind. Also wir sind, Frau Rosemann hatte es eingangs schon gesagt, eigentlich auf japanische Literatur spezialisiert, aus dem einfachen Grund, weil mein Mann und ich, wir leiten den Verlag zusammen, der sitzt da drüben, wir sind beides Japanologen. Also da liegt es irgendwie nahe, dass man guckt, was hat denn die japanische Literatur zu bieten? Und irgendwann sind wir, das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht, wie wir überhaupt zu Korea gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir vor einigen Jahren angefangen mit einigen sehr ausgewählten koreanischen Titeln, koreanischen Perlen. Und es ist so, dass wir jedes Jahr auf der Buchmesse natürlich unsere Koreaner besuchen. Also ich sage jetzt mal unsere Koreaner, die Verlage. Es gibt auch ein Institut und da stand dieses Buch, interessanterweise, da wir beide kein Koreanisch können, da stand das Buch in der japanischen Übersetzung im Regal. Und wir dachten so,
Oh, das klingt aber sehr interessant. Was ist das für ein Buch? Sehr schön aufgemacht. Und haben es an Ort und Stelle angelesen. Und allein schon der erste Satz, meinen ersten Mord habe ich vor 25 oder waren es 26 Jahre begangen, klang schon interessant. Und dann eben diese Konstellation, also ein pensionierter Serienmörder und Alzheimer, also kann es irgendwie was Interessanteres geben, haben wir uns gedacht und haben das Ding... haben das Buch also eingekauft, ein wahrer Glücksfall. Und jetzt wäre meine erste Frage, wenn von Ihnen nicht sofort irgendjemand sagt, ich muss sofort der Erste sein, der was fragt, wäre meine Frage, also für uns war das irgendwie schon nach den ersten Seiten klar, das muss bei uns unbedingt ins Programm. Jetzt ist es ja so, der Hörbuchverlag der Divan hat netterweise sich gleich bereit erklärt, daraus ein Hörbuch zu machen und dann, wir dürfen dann immer, das ist super, so kleine Verlage untereinander, also ne, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, die Verlagsbranche, das ist eine sehr schöne Branche, da arbeiten alle gerne zusammen, also da durften wir natürlich dann auch Vorschläge anmelden und sagen, ja, wir hätten gerne, also wir könnten uns vorstellen, Martin Pfeife, Serienmörder, also das wäre doch super. Und Tina Walz, die Verlegerin vom Divan, war auch glücklicherweise gleich einverstanden und hat dann angefragt. Und also kam, glaube ich, das Manuskript oder das Buch in irgendeiner Form, ist es dann bei dir gelandet. Und das ist ja dein erstes Hörbuch gewesen, also nicht das erste Hörspiel, du hast vorher schon Hörspiele gemacht, aber dein erstes Hörbuch. Was war für dich sozusagen ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt? War das so wie bei uns oder war das so, boah, Serienmörder, unbedingt? Ja, bei mir kam natürlich dazu, dass ich schon wirklich seit längerem versuche, in diese Hörbuchszene irgendwie reinzukommen und habe mich auch bei vielen Verlagen, die es so gibt, beworben und meistens kam zurück, nein, wir brauchen keine Schauspieler, wir brauchen Sprecher. Ja, da musste ich dann schon drüber nachdenken, wir sind ausgebildete Sprecher, wir sprechen halt gespielte Texte und der Sprecher, der spielt halt nicht. Aber sprechen können wir alle. Und habe ich also eine Absage nach der anderen bekommen, habe im Grunde genommen schon aufgegeben und habe gesagt, na gut, das ist wie so eine hermetisch abgeschlossene Blase, da können nur bestimmte Leute oder nur Promis oder nur, was weiß ich, lesen oder eben sprechen. Und dann kommt so ein Angebot auf mich zu von einem kleinen Verlag, was mir eh lieber war als jetzt so einen großen Audible oder irgendeinen großen Verlag, sondern das ist, ja, man konnte miteinander reden, kommunizieren, das war nicht so ein Riesenapparat, wo man sich dann durcharbeiten muss und so. Und es war toll, dass der Kass Verlag, also kam quasi zur Aufnahme. Ich habe also sofort zugesagt, also ich habe das Buch gelesen, habe der Tina Walz dann eben gesagt, mach das sofort. Und dann gab es einen Termin im Studio und das war halt alles sehr klein und sehr schön. Und dann kamen, ja, 5 Leute, mehr war es nicht. Und es hat einen solchen Spaß gemacht. Und ich hatte ja, wie gesagt, schon Hörspiele eingelesen und so Sachen gemacht, aber Hörbuch eben noch nicht. Und so war ich halt sehr glücklich und habe jetzt ein Füßchen in dieser Hörbuchszene drin. Und das Tolle war, dass Tina Walz dann, offensichtlich hat ihr das so gut gefallen, dass sie letztes Jahr mit einem neuen Projekt auf mich zukam. Und zwar Indisches Nachtstück von Tabuki, von Antonio Tabuki. Und das habe ich auch inzwischen schon eingelesen und ja, und jetzt hoffe ich, dass das so weitergeht. Und gerne in diesem kleinen Rahmen. Also ich bin da sehr glücklich mit. Ja, das war so die Geschichte. Unbedingt, ich werde weiter Werbung machen. wie ist das denn, also du hast es ja gerade selber gesagt, dass viele Verlage oder Audible zum Beispiel dann sagen, nee, wir wollen Sprecher, keinen Schauspieler.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es... Es ist ja auch eine Herausforderung, weil das ist ja was ganz anderes. Also wenn man ein Hörspiel macht oder einliest oder einspricht, dann hat man ja in der Regel eine Figur. Also du übernimmst eine Figur, jemand anders eine andere. Und beim Schauspiel, egal ob es jetzt ein Film ist oder im Theater, hast du ja auch eine Figur, die du verkörperst. Ich stelle mir vor, dass man da ganz anders rangeht. Also wie bist du denn... Hier, also es steht völlig außer Frage, dass man das kann als Schauspieler, weil ja. Ne, man hat ja diese Ausbildung, aber wie bist du da rangegangen? Weil das ist jetzt ja eigentlich nicht geschauspielert, sondern der Text gibt ja, also erstens gibt es verschiedene Figuren in diesem Fall und dann gibt es ja auch, ich sage jetzt mal Regieanweisungen, sind ja keine Regieanweisungen, aber die Geschichte wird ja erzählt. Und in diesem Fall, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht auch eine Herausforderung, weil das eben diese kurzen Einheiten sind. Also Ihnen ist es vielleicht aufgefallen beim Hören, ich kann das mal ganz kurz hochhalten. Sie sehen, das sind nämlich immer so kleine Abschnitte und die sind dann unterbrochen. Also es ist nicht irgendwie, wenn man zum Beispiel einen Kriminalroman einliest, stelle ich mir vor. Ne? Dann hat man ja diese Geschichte, man liest sich auch irgendwie vielleicht so, ich will nicht sagen ja. Rage, aber das ist ja. Schon, stelle ich mir vor, irgendwie ein bisschen was anderes. Wie ist das? Ist das schwieriger? Ist das vielleicht einfacher? Kommt dir das entgegen? Und wie... Hast du dich dann sozusagen vorbereitet oder diesem Text auch genähert oder der Figur oder hast du da eher so ein bisschen Abstand gehalten, so nach dem Motto, ach, da ist ja noch die Tochter und nicht nur die Hauptfigur? Nee, also ich habe mich schon sehr auf die Hauptfigur eingelassen. Es hat zwei Seiten, diese Struktur in dem Buch. Das eine ist, dass man durchaus auch so ein, zwei, drei Abschnitte lesen kann und man kann über die nachdenken. Und da ist halt dann einfach eine Pause. Beim Lesen ist es das Schwierige allerdings, wie kriegst du den Bogen zu dem anderen Absatz, zu dem neuen Thema. Das wechselt ganz schnell zwischen philosophischen Gedanken oder reflektiven Gefühlen, wo man sagt, irgendwie, ich komme mit der Welt nicht mehr zurecht und dann plötzlich erzählt er wieder was ganz Komisches. Also es ist schon sehr schwer im Aufbau, wenn man das durchliest. Und das Schwerste ist halt, dass man wie man die Spannung hält über die ganze Zeit. Sie werden das gemerkt haben, sobald da irgendwie ein Versprecher drin ist oder einmal aus der Kurve fliegt, wirklich sehr schwer, da wieder reinzukommen. Also das wackelt dann, habe ich gemerkt, das wackelt dann noch zwei, drei Sätze und dann ist es wieder da. Und das ist wirklich das Schwere bei dem Ding, dass man wirklich diesen Spannungsbogen, obwohl das so gestückelt ist, wirklich so halten kann. Und dann ist natürlich auch schwierig, dass es so diese direkte Rede gibt, also das unmittelbare Erzählen von einer Situation und auf der anderen Seite gibt es diese Reflexionen, dieses religiöse, philosophische, diese Mantren, die da, Mantras oder Mantren? Manträ, Mantrosi, anything goes. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Arten, was zu erzählen oder jemanden nahe zu bringen. Und das ist wirklich schwer bei dem Buch. Also es hat was ganz Leichtes durch diese Form auf der einen Seite, aber wenn man das dann spricht, merkt man schon, dass es ganz schön schwierig ist, diesen Bogen da zu halten. Aber wie gesagt, es war eine schöne Arbeit, eine schöne Aufgabe und ich habe das wahnsinnig gern gemacht. Und ich knie mich dann richtig rein, also ich lese es dann nicht nur, sondern ich mache dann, also meine Skripte, die schauen dann so aus. Das ist sinnvoll gekritzelt mit Unterstreichungen und Akzenten und so welchen. Ich habe einmal im deutschen Buchhandels eine Lesung gehabt und die Veranstalterin, die hat mein Manuskript gesehen und hat gesagt, was habe ich noch nie gesehen. Können wir das für unser Archiv aufheben? Und dann hat die das irgendwie weggenommen und hat es irgendwie ins Archiv gestellt. Ja, das nur nebenbei.
Aber wie gesagt, also es ist schon sehr schwer, wenn man dann Versprecher hat oder aus der Kurve fliegt, dann wieder, wieder reinzukommen, ist nicht einfach. Nee, aber wie gesagt, es hat mir einen Riesenspaß. Ich mag solche Arbeiten. Ich liebe Sprache. Ich muss ehrlich sagen, beim Film verkommt man so ein bisschen, was Sprache, Stimme, auch Inhalt anbelangt. Das ist ja, man verkommt ein bisschen. Umso lieber ist es mir, wenn ich dann quasi an meine Theaterzeit denke und das nähert sich quasi wieder dem Theater an und geht vom Film wieder weg. Und das finde ich eigentlich sehr aufregend, nach fast 35 Jahren Film, sich wieder auf Sprache zurückzukommen, auf Gedanken. Wo man sich einfach ein bisschen tiefer reinkniet. Es gibt ja Filme, wo man will sich reinknien und stößt schon an den Boden. Da ist nicht viel und so. Und hier hat man unglaublich viel. Da kann man Sekundärliteratur lesen, da kann man sich mal mit der koreanischen Szene vertraut machen, auch mit dem koreanischen Film. Also wie läuft da eigentlich Kultur? Und das macht mir halt Spaß. Das ist manchmal einfach schöner als drehen, muss ich ehrlich sagen. Das ist super. Ich hoffe, Tina hört auch gerade zu. Das wird sie besonders freuen. Hallo Tina, sei gegrüßt. Wo du gerade selber Korea und die Anregung angesprochen hast, war das dein erster Ausflug sozusagen in die koreanische Literatur oder hattest du vorher schon mit Korea zu tun? Nein, also es war der erste... Der erste Ausflug sozusagen. Ja. Und würdest du sagen, boah, super, da will ich jetzt unbedingt weiterlesen? Oder, weil, also der Hintergrund meiner Frage ist der, Japan und japanische Literatur hat sich, ich weiß nicht, wie das hier in der Bibliothek, in den Bibliotheksbeständen ist, aber da ist wahrscheinlich Japan auch besser vertreten als Korea, würde ich vermuten. Das ist die Erfahrung, die wir auch machen. Also Japan geht mittlerweile, Sushi kennt jeder, Manga, Anime hat man irgendwie schon mal gehört. Das ist nicht mehr ganz so weit weg, obwohl das praktisch genauso weit weg ist. Aber Korea, da heißt es ganz oft, ach Korea, das ist so exotisch. Das ist so exotisch. Fandest du das in irgendeiner, also kannst du es nachvollziehen? Würdest du sagen, ja, das ist, das war exotisch oder ist exotisch? Oder ist das eher so, dass du sagen würdest, nee, das ist also mal ganz abgesehen davon, dass die Namen vielleicht anders sind oder die Leute was anderes essen, das könnte ich mir genauso gut vorstellen. Dass das zum Beispiel ein französischer Autor geschrieben hätte, ein deutscher Autor oder so. Also, oder ist da irgendwas, wo du sagst, da ist doch was anders? Ja, es sind im Grunde genommen diese philosophischen Passagen, da gibt es ja dann im Buch auch noch mehr, wo man merkt irgendwie, dass es aus einer ganz fremden Welt kommt. Es gibt zum Beispiel dieses Mantra, dieses Herz-Sutra, habe ich mal halt nachgeschaut, was ist das eigentlich? Und das ist sehr interessant. Das gibt es sowohl in China als auch in Japan, als auch in Korea, in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Art und Weisen, wie das geschrieben ist. Es ist sehr vielfältig, wie das bearbeitet oder gearbeitet wurde. Und das fand ich schon interessant. Und das ist natürlich dann ganz weit weg von Europa. Das ist schon eine andere Welt, die man da entdeckt, die aber sehr aufregend ist, finde ich. Also eine Entdeckung wert. Ja, es ist eine Entdeckung wert, genau. Gutes Stichwort. Also eine Entdeckung wert. Ich schaue an dieser Stelle mal, ich glaube, wir haben Zeit. War ich zu schnell? Nein, ist alles schön. haben Sie vielleicht Fragen? Irgendjemand von... Ja, ich sehe, bitteschön. Also nicht nur die Art und Weise des Textes, und die Kultur, die dahinter steht, ist ja sehr fremd. Ich kann mir auch vorstellen, die Figur war für Sie sehr fremd. Also einmal der Seriengänger, der dann noch in die Demenz abgleitet. Wie nähert man sich so einer Figur? Also gut, ich hatte vorher schon ein kleines Gespräch über Schubladen, in die man gesteckt wird als Schauspieler. Und wurde dann eben gefragt, in welcher Schublade ich mich denn befinde. Und ich befinde mich ja tatsächlich,
habe dann erzählt, am Anfang war ich jugendlicher Liebhaber und Held und dann, als dann der Film kam, auch noch und dann fiel ich plötzlich in die Bösewicht-Schiene. Also der Bösewicht, der kaputte Typ, der fiese, was weiß ich, und ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Also offensichtlich kann ich das gut, weil das widerspricht meiner Seele. Also sowas von, diese Art von Brutalität, die da zum Teil ist, ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber ich werde nur so besetzt. Also jetzt langsam wird es besser, jetzt kommen so die Kommissarsrollen und so. Also wechsle jetzt auch mal die Seiten. Insofern ist mir das mit dem Serienmörder und mit dem Blut und mit dem, diese Vorstellung mit dem Bambusheim und sowas, das ist mir eigentlich nicht fremd. Also das ist mir, das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen und nachvollziehen. Was mir fremd ist, wo ich wirklich ein bisschen Leute gefragt habe, auch in der Familie und so, wie ist das mit der Demenz? Also da habe ich natürlich überhaupt keine Berührung, außer ich kenne so ein paar Leute, die darunter schwer leiden und die habe ich zum Teil fragen können, wie das denn ist für sie. Manchmal kam dann halt nichts mehr oder beziehungsweise ich habe das familiäre Umfeld um den Demenzkranken mal gefragt, wie das für die ist und so. Da musste ich mich schon ein bisschen kundig machen, wie das läuft. Also jetzt mal abgesehen von dem Allgemeinwissen, was man hat. Aber sonst so diese, ich meine, das ist ja eine fast liebenswürdige Boshaftigkeit, kann man sagen. Also so wie er das beschreibt, das hat ja schon was Rührendes fast schon. Nee, da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, also in der Serienmordgeschichte. Okay. Ich habe nur eine ganz praktische Frage. Wie oft haben Sie das Buch gelesen, bevor Sie es dann gelesen haben? Bevor ich es eingelesen habe? Also, ich bin ja in sehr seltsamer Weise ein sehr scheuer Mensch. Ich habe mir komischerweise diesen Beruf ausgesucht. Und umso mehr habe ich das Bedürfnis, mich gut vorzubereiten und sowas. Ich bin mir sicher, dass ich 30, 40 Mal gelesen habe. Ganz sicher. Und so laut auch. Also ich habe es bestimmt 10 Mal Menschen vorgelesen, damit ich nicht so für mich alleine im Zimmerchen und so. Ja, ich denke mal so 30, 40 Mal. Also jetzt das hier vor der Lesung, weil ich kannte das ja nicht mehr. Eine Live-Lesung ist was ganz anderes als jetzt im Studio. Da kann man wiederholen, da kann man Versprecher korrigieren und so weiter. Und das ist also, da habe ich mich jetzt richtig nochmal reinknien müssen in die Geschichte. Weil halt live ist, ist man aufgeregter. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, also das können Sie ja nicht wissen, aber also wir sind jetzt auf Seite 58, das Büchlein hat 100, 150 ungefähr und natürlich sind Passagen gestrichen worden. Also in der Regel, ich glaube, dass das ist immer so, dass wenn irgendwas gelesen wird, dass man nicht vorne anfängt und dann einfach so in einem Rutsch durchliest, also insofern ist das ja dann auch irgendwie wieder eine neue Situation, ne? Also ja. Weil im Studio fängt man ja wirklich vorne an und dann geht es eben so und einfach voran. Und hier ist es jetzt so, dass du gesprungen bist auch, ne? Aber das nur am Rande. Das ist dann ein bisschen komisch, das, dann merkt man irgendwie auch, da fehlen. Aber genau, da fehlt was. So. Aber ich glaube, so als ersten Eindruck des Buches und dieser Art von Buch, glaube ich, war das schon richtig so. Also gerade so diese Lücken, die man dann, wo man dann neugierig will, man will sie dann erfüllen, denke ich. Das hoffen wir doch sehr. Ich darf gleich weitergeben. Ob Sie
auch vielleicht irgendwann eine Meditation oder so sprechen können? Das ist lustig, da wurde ich schon mal drauf angesprochen, ob ich das machen würde, weil die Leute irgendwie auf meine Stimme stehen und sie schön finden und vor allem so in diesen gedanklichen und ja, meditativen Stellen, das kann ich ganz gut hin, stimmt. Also, ja, ich meine, es ist halt eine ausgebildete Stimme, aber es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt ausgebildete Stimmen, die würden nie zu einer Meditation passen. Da ist meine Stimme schon ganz gut dafür, glaube ich. Wieso hättest du einen Auftrag für mich? Können wir ja drüber reden. Ich blicke nochmal in die Runde. Ah ja, da hinten, bitteschön. Ja, das passiert mir tatsächlich oft, also dass ich, was ich lese, dann relativ schnell so im Hinterkopf mir als Film vorstelle oder mir überlege zumindest, ob das möglich ist, einen Film draus zu machen. Aus diesem Buch wurde jetzt ein Film gemacht, wo ich aber schon von mehreren Seiten gehört habe, dass der Film sich sehr von der Vorlage distanziert und im Grunde genommen so ein bisschen was anderes erzählt, als das, was hier wirklich im Buch steht. Was natürlich schade ist. Ne? Also aber es kann natürlich auch sein, dass es künstlerfrei ist, dass man dann sowas draus macht. Ich weiß nicht, ob inwieweit dann Absprachen sind zwischen dem Filmschaffenden und dem Autor, ob dem sich... Die müssen sich ja quasi eine Genehmigung holen, weil die Geschichte verändert wird. Ansonsten habe ich von einigen Produzenten gehört, dass die koreanische Filmszene sehr interessant ist und so jetzt so langsam so nach Europa rüber schwappt. Ich glaube, der bekannteste Film war dieses Parasite, den ich ja auch ganz fantastisch fand. Ja, also das ist bei vielen Sachen, die ich lese, dass ich mir vorstelle, ja, Drehbuch könnte, ich kann zwar keine Drehbücher schreiben, aber ich könnte ja einem Autoren sagen, guck dir mal den Stoff an, der ist interessant. Ja, aber wie gesagt, es läuft immer im Hinterkopf, ja, tatsächlich. Keine Fragen mehr? Was? Wirklich? Das ist die Gelegenheit. Nein? Okay, dann frage ich noch was. Sie haben auch noch eine, wunderbar, dann dürfen Sie zuerst. Das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment aktuell ganz, ganz konkret ist nichts geplant. Es ist ein bisschen schwierig mit, also wir würden natürlich gerne was nachschieben, das ist völlig klar. Aber das Problem ist, wie gesagt, wir lesen kein Koreanisch. Also das bedeutet, wir müssten entweder wieder den Umweg über eine japanische Übersetzung gehen, wie auch in diesem Fall. Da müsste man erstmal gucken, ist das was ja oder nein? Und das ist eigentlich das
fast größere Problem. Die Übersetzerdichte aus dem Koreanischen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Übersetzer? Es gibt also die Übersetzerdichte von, also aus dem Japanischen ist schon, das sind nur sehr wenige Leute. Was glauben Sie, wie viele Leute aus dem Koreanischen übersetzen? Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee? Ich glaube, es sind sogar noch weniger, weil es sind ungefähr 5 oder 6 aus dem Japanischen und es sind noch weniger. Also wir hätten ein echtes Problem. Ich bin sehr froh, dass wir hier unsere Lieblingsübersetzerin gewinnen konnten, Frau Inwon Park, die spricht ausgezeichnet Deutsch, war sehr lange in Deutschland, ist aber mittlerweile an der Uni in Seoul. Die ist übrigens gerade mit einem Preis für diese Übersetzung ausgezeichnet worden, was uns sehr freut. Also nicht nur die japanische Übersetzung hat einen Preis bekommen, sondern ihre Übersetzung hat tatsächlich auch einen Preis bekommen. Aber die ist völlig ausgebucht. Also wir hätten einfach das Problem auch, selbst wenn wir ein super Buch von ihm hätten, dass wir wahrscheinlich keinen Übersetzer finden würden. Also das ist ein Riesenproblem. Ansonsten natürlich. Sehr, sehr gerne. Also wir sind immer auf der Suche. Also falls ist irgendjemand unter Ihnen hier, der nicht nur Aufträge für Martin Pfeifel hat, sondern vielleicht auch Koreanisch kann oder also an Japanisch übersetzt, dann haben wir auch Interesse. Also melden Sie sich bitte unbedingt gerne dann, weil das ist ein großartiger Autor. Das ist Sie haben es eingangs gesagt, das ist ein literarischer Superstar in Korea. In Korea kennt den wirklich jeder. Der ist ganz viel unterwegs, also ein sehr aktiver Mann, viel im koreanischen Fernsehen, also sehr beschäftigt und ich bin sicher, dass da durchaus noch was zu finden wäre, wie überhaupt in der koreanischen Literatur. Also ich kann Ihnen allen wirklich nur empfehlen, gucken Sie mal, was es sonst so gibt, weil mein Eindruck ist, dass Sie, also bei den Koreanern, die haben einfach super Ideen. Also da kommen wirklich interessante Sachen, also nicht nur Film, sondern auch in der Literatur gibt es da eine ganze Menge zu entdecken. Schön. Ja, ja, ja. Natürlich, also bei uns im Programm, selbstverständlich, aber auch bei anderen Verlagen, natürlich. Sonst, ja? Wie lange hat denn die Bucheinlesung gedauert? Oh, das ging recht schnell. Also wir haben da ganz schön einen Marathon gemacht. Das war also jeden Tag einmal acht Stunden, einmal 10 Stunden. Und so am Stück, das ist schon ganz schön anstrengend. Aber es ist halt so, die Studiomieten, die sind so teuer. Das heißt, man muss schauen, dass man das möglichst schnell im Kasten hat. Ja, aber es ist wahnsinnig teuer, dieses Studium. Es ist machbar. Also in 2 Tagen ist gut. Ich weiß auch gar nicht, weißt du, wie lange, also ich glaube, es sind 3 CDs, ich bin ja selber gar nicht mehr sicher beim Hörbuch, ich glaube, es sind 3 CDs tatsächlich und die Lesezeit insgesamt, ich weiß gar nicht, was es für eine Länge hat. Also, wüsste ich jetzt nicht. Ah, da, okay. Ist, genau. Ist das auf? Nein, hier steht alles Mögliche drauf, welche Preise es bekommen hat, aber leider nicht. Aber leider nicht die Lauflänge. Aber ich glaube, es sind 3 CDs. Also das dauert schon. Also alleine diese Lesezeit. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man eben im Studio, das ist der Vorteil vom Studio, dass man dann halt eben nochmal wieder was einlesen kann. Also für uns. Wir haben ja das Glück, das ist eben dann auch das Glück, wenn es 2 kleinere Verlage sind, die sich zusammentun, dass man im Studio dabei sein darf. Das ist für uns mega spannend, weil, also was wir machen ja das Buch und das ist eine ganz andere Arbeit, wenn man das Buch macht. Also man hat den Text und Bücher machen ist auch fantastisch, kann ich auch jedem empfehlen. Also falls irgendjemand darüber überlegt, Berufswahl, ne, was er werden will, werden Sie bitte unbedingt Verleger. Macht total Spaß. Es ist also eine wunderbare Arbeit, aber es ist eigentlich eine relativ einsame Arbeit. Also man verbringt sehr viel Zeit am Schreibtisch. Das Ding will redigiert werden. Man kann sich natürlich auch sehr viele Sachen überlegen. Also wie soll das Buch dann aussehen und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich
eine relativ einsame Arbeit und es ist völlig anders in so einem Hörbuch. Also viele Leute machen sich das ja gar nicht bewusst, wie viel Arbeit in so einem Buch steckt und wie viel Arbeit dann auch in einem Hörbuch steckt. Da steckt unglaublich, also es sind da mehrere Leute, man hat eben die Technik, man hat ja jemanden, der die Regie macht und dann hat man dann den Schauspieler oder den Sprecher. Und das ist total spannend, dabei zu sein und das dann mitzubekommen, weil das was ganz anderes ist. Und was mich beim allerersten Mal, also Tina Walz hat mittlerweile, ich glaube, das ist das vierte Hörbuch gewesen, was sie, das vierte von unseren Büchern, was sie sozusagen in ein Hörbuch, was sie als Hörbuch rausgegeben hat. Und was mich am allerersten Mal, oder was mich eigentlich jedes Mal aufs Neue wirklich beeindruckt, ist die Professionalität der Schauspieler oder Sprecher. Also das ist Wahnsinn. Die sitzen hinter dieser Scheibe und da ist eben dieses das Mikrofon und dann ist es einfach toll, ne, zu beobachten, diese Professionen, wie die Leute da rangehen, weil man selber geht, also ich kenne den Text auch praktisch auswendig, weil man hat ihn ja redigiert, man liest den halt so oft und ich habe ja auch als eine Lesestimme im Ohr natürlich, also meistens meine eigene oder die meines Mannes, aber dann eben einen Schauspieler zu sehen und wie der da dran geht, das ist toll. Also das ist total spannend, finde ich. Es macht auch einfach Spaß, aber das stimmt. Das ist, also es dauert dann schon auch. Ne? Ja. In der Tat. Es dauert, aber es ist... Ich glaube, es sind knapp 3 Stunden. Ich glaube auch irgendwie 3 Stunden oder so insgesamt. Ja. Ja. Nicht ganz. Ja. Noch eine Frage? Nein, keine mehr. Okay, dann habe ich noch eine letzte. Hat dich das Ende überrascht? Du darfst nichts verraten vom Ende, nur sagen, ob es dich überrascht hat oder nicht. Gerne, schön. Oder? Ganz schön. Das Ende ist total überraschend. Also, es nimmt doch mal Wendungen. Ja, genau, es nimmt noch mal Wendungen. Also, in diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, wie gesagt, es gibt ein paar Bücher vorne, es gibt CDs, also Hör-CDs und ich weiß, Martin Pfeifel hat auch Autogrammkarten mitgebracht und er signiert natürlich, also es ist eine super Gelegenheit, sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ansonsten vielen Dank, es war eine große Freude auch für uns, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank, es ist immer ein totales Vergnügen, dir zuzuhören, weil ich bin ganz bei Ihnen. Also ich kann mir das auch wunderbar vorstellen mit der Meditations-CD. Ich werde das anregen. Das fänd ich auch super. Also vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Es war immer wunderbar. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank. So. So. Naja, so ein paar Versprecher.